Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in eurem Wochenende. Bevor wir jetzt gleich mit den drei tollen Blogs beginnen, begleitet ihr mich jetzt zum Friseur. Denn ich war Freitag am frühen Morgen beim Friseur, weil ich war kribbelig und musste irgendwas machen lassen mit meinen Haaren. Und ja, wie das Endprodukt aussieht, das seht ihr also gleich. Und erstmal geht's los. Die Haare letztendlich aus. Sie sind doch sehr kurz geworden, wie ich finde. Und ich habe mir einfach mal die ganzen trockenen Stellen und die ganzen splissigen Spitzen irgendwie herausschneiden lassen. Weil ich habe mit diesen kürzeren Haaren, die ich vorher hatte, hatte ich irgendwie mehr Spliss wie mit meinen langen Haaren. Und deswegen hat mich Anna ganz toll beraten. Und wir wollen jetzt gemeinsam wieder so ein bisschen das Langhaarprojekt angehen. Aber erstmal musst du doch wieder eine Menge runter, um die Haarstruktur einfach wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen besser zu machen. Und deswegen habe ich jetzt recht kurze Haare. Aber ich finde es total super. Und mir gefällt es wirklich gut. Und jetzt können wir wieder starten, dass die Haare so ein bisschen länger werden. Also ich hoffe, es gefällt euch. Ich muss mich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich finde, ob lang, ob kurz, irgendwie ja, kann man ja irgendwie fast alles tragen, glaube ich zumindest. Und ja, und so sieht's aus. Und es war wirklich ein schöner Friseurbesuch. Und ich habe mich super entspannt. Und ach, zum Friseur gehen ist doch immer toll. Kommen wir zum ersten Blog, kommen wir zum Bereich Food. Das ist der Blog Die wunderbare Welt der Frau von Blaubeer. Ein toller veganer Blog mit sehr, sehr vielen tollen, abwechslungsreichen und milchfreien natürlich Rezepten. Und ich bin wirklich sehr froh, so einen Blog gefunden zu haben. Da finde ich jede Menge tolle vegane Rezepte und ja, habe die freie Auswahl, was ich heute kochen könnte. Und vor allem kann ich wieder Neues probieren und das freut mich sehr, sehr. Und Katharina ist ein ganz offener Mensch. Das ist jetzt kein Blog, wo man mit gehobenem Zeigefinger steht. Man soll keine Milchprodukte und man soll kein Fleisch essen, sondern es ist ein ganz offener Blog, der einfach alle Ernährungsgewohnheiten und alle Arten der Ernährung, so besser gesagt, akzeptiert. Und das finde ich total schön und es lohnt sich auf jeden Fall raufzugehen. Klickt euch auf Frau von Blaubeer und lasst euch von Katharina inspirieren. Und ja, vielleicht findet ihr ein tolles Rezept, was ihr nächste Woche gleich mal ausprobieren könnt. Der nächste Blog heißt City Mom und ist der Blog von Antje, Barbara und Julia. Und die drei Mütter haben sich zusammengetan, einen tollen Blog kreiert. Von Müttern für Mütter sozusagen. Und das ist jetzt kein Blog, wo es nur den ganzen Tag um Schnuller, Babybrei und um Windeln geht, sondern es geht um tolle Informationen, um Lifestyle, um ein Lebensgefühl von Mütter für Mütter. Und wenn ich City Mom lese, habe ich immer das Gefühl, in einem kleinen Magazin zu stöbern, was ich auch sehr gerne mag. Ich kann mich ja nicht oft genug wiederholen, wenn ich sage, dass Blogs die neuen Zeitschriften sind und finde ich cool, kann man jederzeit anklicken und ja, sehr informativ und sehr, sehr schön. Und wenn du magst, klick dich rein. City Mom ist ein wirklich sehr, sehr abwechslungsreicher, farbenfroher, schöner Blog und ja. Und man merkt, dass die Autorinnen auch Mütter sind, denn Mütter wissen genau, was andere Mütter auch interessiert und das finde ich sehr cool. Und City Mom ist auch ein großer Blogtipp diese Woche. Der nächste Blog kommt direkt aus Linz. Das ist der Blog A-Style von Alina. Und Alina präsentiert uns ihre Outfits und ihren Stil, ihren Look und die Klamotten, die sie gerne trägt. Und ich finde es wirklich super cool. Ein toller Stil. Und ich bekomme immer so viel Lust auf Mode am Sonntag, gerade Modeblogs. Da bin ich ja praktisch zu Hause, weil ich es einfach liebe. Das ist besser wie Kataloge von den ganzen Spring Collections, der ganzen großen Kaufhäuser. Ich finde die Looks, die auf der Straße getragen werden, auch viel, viel interessanter. Modeblogs gehen natürlich immer. Mode geht sowieso immer. Und shoppen gehen macht ja bekanntlich super Spaß, gerade wo der Frühling jetzt doch so langsam in die Pötte kommt. Und ja, lasst euch inspirieren, klickt euch auf jeden Fall auf A-Style und habt viel Spaß beim Modestöbern. Und mein Tipp, wenn euch Blogs gefallen, abonniert sie, so bekommt ihr die neuesten Posts immer direkt in die Mailbox. Und wenn euch spezielle Outfits gut gefallen, macht gleich Screenshots oder abspeichern im Handy. Und wenn man dann beim Shopping ist, weiß man auch genau, nach was man Ausschau halten soll.
So ein Wochenende ist doch immer wieder entspannt. Einfach mal die Uhr links liegen lassen und vielleicht gar nichts tun. Oder in tollen Blogs lesen. Alle Links zu den Blogs heute findest du wie immer in der Infobox. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Und wir sehen uns am Dienstag wieder mit dem nächsten Video ab 13:30 Uhr. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.